Hi, ich bin Matze von Matz ab, Filmkritiken und mehr. Ich freue mich sehr, dass ich bei diesem Adventskalender dabei sein darf. Und wie ihr schon seht, heute geht es natürlich um meinen Lieblingsfilm Jurassic Park aus dem Jahre 1993. Regie hat geführt Steven Spielberg. Und ja, warum ist das mein Lieblingsfilm? Ganz einfach. Also ich damals 93 als ja, Septemberliefer an, 14-jähriger Steppke. Und langjähriger Dino-Fan hatte natürlich tierisch Bock auf diesen Film. Ich habe vorher auch schon das Buch gelesen gehabt, ne, das ich immer noch besitze, ja, das Sequel auch. Und es war einfach fantastisch, wirklich mal das zum allerersten Mal reale, in Anführungsstrichen, Dinosaurier im Kino zu sehen. Das war einfach ein Mega-Erlebnis damals, eine Offenbarung, auch was die Effekte betrifft, die Mischung aus CGI und anderen animatronischen Dinosauriern, das war einfach mega, 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 und ich bin Ultra-Fanboy von diesem Film seitdem. Hier ist wirklich Spielberg nochmal at its best. Es hieß damals auch, als wenn der weiße Hai auf einmal Beine bekommen hätte. Und ja, so ist dieser Film auch wirklich. Es sind wirklich Parallelen zu seinem damals Blockbuster Jaws da. Das Pacing von dem Film, das ist super. Der Humor ist auf Punkt gebracht und ich kann einfach nur schwärmen für diesen Film, ja. Die Schauspieler, die sind alle gut aufgelegt, da merkt man an denen an, die haben richtig Bock. Auch ein Richard Attenborough ist dabei, wirklich ein Kultdarsteller, der leider schon längst verstorben ist. Und Jeff Goldblum als Ian Malcolm, Sam Neill als Alan Grant, Laura Dern und Wayne Knight als Nedry und Samuel L. Jackson auch dabei, Nick Fury aus dem MCU, ja. Was damals noch nicht unbedingt so Namen hatte, ist dabei und die haben so gut miteinander harmoniert, ist der Soundtrack von John Williams auch tippitoppi. Und ja, Fanboy, ihr seht, ne, hier, ich habe die Lobbyguards von damals gesammelt, ja, die habe ich mir, also die Kino-Aushangfotos, bla bla bla, die habe ich mir geholt. Ich habe noch hier Dings, Poster vom Posterbox, riesen Postkarten sind das, ja, aus dem Film. Ich kann die euch gar nicht alle gerade hier zeigen, ich bin wahnsinnig, ich weiß. Ich habe noch die Sammelkarten von damals, ja. Hier, könnt ihr mal gucken. Schnell einen Blick drüber werfen. Von Tops Serie 1 und 2. Mir fehlen, glaube ich, insgesamt zwei Karten auf der ersten Reihe. Ich habe immer noch die Original-Comics von damals. 1 bis 2, 3, 4. Und die, sag ich mal, Spin-off-Geschichten. Ja, auch alles. Er hat mir sogar dämlicherweise das Paperback geholt. Und es gab ja auch andere Fortsetzungscomics hier, Return to Jurassic Park. Sehr interessant. Und es gab ja auch vor ein paar Jahren mal so eine Neuauflage von IDW. Super Cover. Innen drin. Scheiße gezeichnet. Aber die Story, die hätten sie auch mal bringen können anstelle von den Jurassic World-Filmen. Weil die Story hier drin ist wirklich mega gut und greift auch das Ende von Vergessene Welt Jurassic Park, also vom zweiten Film auf. Ja, was habe ich noch? Von John Williams. Hier, Jurassic Park. Piano-Solos, ja. Schicki, schicki, Micki, der Klavier spielen kann. Ich kann es leider nicht. Trotzdem finde ich es geil, das Ding zu besitzen. Das Sticker-Album von damals, ja. Auch hier. Ich glaube, hier fehlen mir auch ein paar Dinger, aber schön, schön. Ich habe es immer noch und ich hüte es wie einen Schatz. Ich habe damals auch jeden verdammten. Oh, hier sind auch Ausgangsfotos vom dritten Teil. Egal. Habe jeden jemand damals aus jeder Zeitung, was ich kriegen konnte, ausgeschnitten. Jede Filmzeitung. Hier Kinohits gibt es heutzutage auch nicht mehr. Außer Sinister. Da habe ich das selber gezeichnet. Auch mögliche Dings zu den Sequels, zu möglicherweise und Bravo und hast du nicht gesehen. Und ich habe sogar ein bisschen was in meinem DVD-Regal, das zeige ich euch jetzt hier. Da habe ich mir einen kleinen Schrein gebastelt, so ein bisschen hier Iron Studios Figuren sind es. Und da habe ich mir auch eine Beleuchtung gebastelt. Ja, und ich finde das Buch allerdings besser als den Film, muss ich ehrlich gestehen. Ich liebe diesen Film abgöttisch, aber das Buch ist nochmal ein Knaller besser. Wenn es einmal wirklich ein Remake geben sollte, dann bitte in Serienform, wo das Buch so abgearbeitet wird, wie es da ist. Da hätte ich wohl irgendwie schon Bock drauf. Der erste Jurassic Park wird für mich immer einen ganz besonderen Platz im Herzen haben. Und wirklich, wie gesagt, die Machart des Films ist einfach mega. Hier passt einfach alles
fasst alles sehr gut zusammen. Und das war's von mir für heute. Es würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal hier und auch meinen Kanal Mats ab, Filmkritiken und mehr abonnieren würdet. Ich sage danke nochmal fürs Mitmachen, euch noch eine schöne Weihnachtszeit, schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Peace and out. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.